Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk. Es ist wieder Zeit für einen Gartenrundgang, Gartenrundgang November. Ja, die Tage werden urselig, der Herbst ist auch urselig. Dennoch gibt es auch einige sonnige Tage, oder es gab sie bisher auch, so wie der goldene Oktober auch der goldene November sein konnte. Mir tut das immer unheimlich gut, wenn die Sonne so scheint, die Blätter bunt sind, da freue ich mich immer sehr. Ich hoffe, ihr freut euch jetzt auch auf den folgenden Gartenrundgang. Wir haben uns ein paar Spots ausgesucht, wo wir mal genauer hinschauen wollen. Unter anderem ist das Hochbeet dabei, wo wir unser Wurzelgemüse für den Winter drin haben. Mal gucken, was es da zu ernten gibt. Wir werden gemeinsam in unser neues Gewächshaus schauen und gucken, welche Paprika wir da noch ernten können. Und es ist auch Zeit, die letzten Tomaten abzuernten. Ja, wirklich, einige hängen noch. Wenn ihr unsere letzten Gartenrundgänge gesehen habt, dann wisst ihr, dass es auch wieder Zeit für ein Update ist in unserer Indoor-Station. Ja, wir haben ja Leuchten da und wir probieren einiges aus. Da gucken wir heute gemeinsam mal, wie der Stand der Dinge ist. Und ihr wisst, wir haben Kartoffeln in unserem Garten, möglichst lange. Und da gibt es auch jetzt wieder was zu buddeln. Das werden wir nachher gemeinsam machen. Jetzt fangen wir mal an. Los geht's. Dieses Hochbeet hier haben wir mit dem Wurzelgemüse bestückt und das Tolle ist, es ist frostfest. Das heißt, es bleibt alles den ganzen Winter über hier. Wenn jetzt wirklich starke Fröste kommen sollten, dann werden wir das ganze Beet abmulchen mit Stroh. Und so können wir unser Ziel, unseren Wunsch realisieren, dass wir eine möglichst lange Zeitspanne, am besten das ganze Jahr über, uns immer wieder mit frischem Gemüse aus unserem Garten direkt selbst versorgen können. Das heißt, ich ernte hier nicht mit einem Mal die ganze Reihe Pastinaken ab, sondern immer mal wieder. Ich mache das so, ich buddel ein bisschen, guck, wo sind die Pastinaken, die schon etwas größer sind und dann hole ich mir die aus der Erde raus. Oder ich schaue auch, wo sitzen die vielleicht ein bisschen enger, dann gucke ich, welche dazwischen kann ich am besten rausnehmen, damit die anderen wieder mehr Platz zum Wachsen haben. Wie man das eigentlich von den Möhren auch kennt, so funktioniert das hier mit den Pastinaken auch. Im Herbst essen wir, genau wie im Winter, besonders gern Gemüsesuppe und eine Pastinake. Passt natürlich top auch zum Ofengemüse, aber eben auch in die Suppe. Zum Ernten verwende ich am liebsten unseren Multispaten. Der geht tief in die Erde rein. Ich suche mir dann die Exemplare raus, die ich haben möchte. Klar, es ist schön, wenn die dann mehr Platz haben, aber viel mehr wachsen werden die jetzt eh nicht mehr. Das ist mehr wie so ein Lager, dass sie frisch bleiben draußen und ich die nach Bedarf einfach reinhole. Den Multispaten hier, das Teil, eins meiner absoluten Lieblingsgartengeräte, das haben wir bei uns im Sortiment. Schaut gerne mal in der Infobox vorbei, kann ich euch empfehlen. Ich glaube, das ist eine Adventspastinake, die uns daran erinnern möchte, dass wir zusammen einfach immer glücklicher sind. Ich gucke mal noch nach einer anderen. Oh ja, guck mal. Die sieht doch schon ganz anders aus. Neben der Pastinake steht ja hier auch noch die Schwarzwurzel und die Haferwurzel. Die schmecken wunderbar, wenn man die in der Pfanne gedämmt wie so ein Spargel zubereitet. Aber eben in der Gemüsesuppe geben sie auch einen wunderbaren Geschmack mit ab. Deswegen werde ich noch welche ernten. Seite gucken. Gerade bei der Ernte von so langen Wurzelwerk wie jetzt hier der Schwarzwurzel wird deutlich, warum so ein Werkzeug sich wirklich echt bezahlt macht, damit sie eben nicht abbrechen und wir die ganze Wurzel ernten können. Auch noch interessant ist, bei der Schwarzwurzel und Haferwurzel, wenn wir hier ein schönes Grün haben, können wir das waschen und auch verzehren. Entweder roh geschnibbelt im Salat oder eben auch einfach kurz durch die Pfanne gezogen. Wir können also die ganze Ernte verwenden. Vielleicht ganz interessant zu wissen, dieses Hochbeet hier, das steht halbschattig. Wenn wir also früh genug anfangen mit dem Wurzelgemüse, dann ist es durchaus auch an diesem Standort möglich, ja, schöne Exemplare ziehen zu können. Kleiner Tipp.
Die Haferwurzel sieht ein bisschen anders aus, erinnert vielleicht eher an die Möhre mit den ganz vielen kleinen Seitenwurzeln. Noch ein kleiner Tipp, wenn ich das Gemüse hier wie die Haferwurzel in der Küche verwende, dann wasche ich sie eigentlich ab, schrubb sie vielleicht mit der Bürste, aber das war's dann, die wird also nicht geschält. Wir haben das Wurzelgemüse für dieses Beet jetzt im April vorgezogen. Wäre es jetzt ein sonniges Beet gewesen, hätte das auch im Mai gereicht. Also wenn ihr ein halbschattiges Beet habt, dann einfach im März schon mal in der Direktsaat Wurzelgemüse in die Erde bringen und dann im Winter über eine Ernte freuen. Mein Erntegold nehme ich mit und ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, im Garten das erstmal so ein bisschen grob vorzuwaschen, damit ich dann in der Küche nicht ganz so viel Erde und Dreck habe. Es gibt eine Pflanze jetzt bei uns im Garten, die nach dem Frost ihr Blattwerk sehr deutlich verändert hat und uns damit was sagen möchte. Die schauen wir uns jetzt mal an. Hier im alten Gemüsegarten seht ihr schon, es ist alles überwuchert und die Kapuzinerkresse ist bei dem Frost natürlich schlapp geworden. Hier neben mir seht ihr die Pflanze, von der ich eben gesprochen habe. Und ihr seht schon, die Blätter lässt sie jetzt hängen, die hat die Farbe verändert. Eigentlich hat sie so die großen Blätter sehr stabil und wenn wir sie anfassen, dann waren die vorher so samtig, könnte man sagen. Die Jakon, die hier steht, die sagt uns jetzt mit dem Zustand, ich möchte oder ich kann jetzt beerntet werden. Also bei dieser Pflanze hier, da wollen wir ja die Knollen ernten unter der Erde, buddeln sie also aus. Gut zu wissen hier bei der Jakon ist auf jeden Fall, wenn wir die jetzt hier in diesem Stadium ernten, die Knollen also rausholen, dann ist der Geschmack eher, naja, vielleicht eher weniger intensiv, ein bisschen Apfel, Kohlrabi, aber sehr mild, sehr saftig. Perfekt, wenn man was zum Beispiel entsaften möchte oder so, da passt die Jakon toll rein. Die geht aber auch süßer. Also, wenn ihr die zum Beispiel im Kübel angebaut habt, dann schneidet sie einfach kurz und stellt sie in die Garage oder frostfrei. Denn mit der Zeit werden diese Knollen eben süßer. Das heißt, wenn ihr die gut gelagert bekommt oder jetzt hier die geernteten einfach in Sand in der Kiste in der Garage und wenn ihr die dann gelagert bekommt bis Februar, März vielleicht und sie dann nochmal probiert, dann werdet ihr sehen, dass der Geschmack von dieser tollen Knolle süßer geworden ist. Habt ihr es schon mal ausprobiert? Schreibt uns gerne eure Erfahrungen zu der Jakon und der Lagerung in die Kommentare. Dankeschön. Mit weiteren tollen Gemüse aus dem Selbstversorgergarten wollen wir natürlich weitermachen und es ist wirklich Zeit, die letzten Tomaten einzusammeln. Einmal Urwald. Ein Urwald. Wow. Hier geschützt am Haus, an der Hauswand von der Garage, von der Werkstatt, steht tatsächlich noch eine Tomatensorte, die anscheinend die Saison nicht beenden möchte. Es ist die San Marzano und wir haben nicht Anfang November, wir sind etwas weiter fortgeschritten. Die steht immer noch hier, die hat grünes Laub, obwohl die ersten Fröste hier durchgezogen sind. Es ist wirklich unglaublich. Was machen wir jetzt mit der? Also die Früchte, die jetzt hier so orange sind, wie diese hier, könnte ich jetzt vielleicht, wenn nicht weiter noch Fröste angekündigt sind, stehen lassen und probieren, wie es wird. Ich kann sie aber auch auf Nummer sicher ins Haus holen und sie da nachreifen lassen. Und die roten Früchte hier, da wollte ich euch noch erzählen. Im letzten Video von letzter Woche haben wir eine Tomatenverköstigung gemacht und da habe ich euch erzählt, dass die San Marzano, diese Sorte, ihren Geschmack erst beim Kochen so richtig entfaltet. Das stimmt auch. Wir haben aber festgestellt, dass diese Tomate auch sehr beliebt bei Kindern ist, denn sie ist klein, sie liegt gut in der Hand, es ist nicht viel Flüssigkeit drin und man kann sie wunderbar knabbern. Also wenn ihr noch überlegt, welche Tomatensorte können wir bei uns im Garten anpflanzen, um gerade unseren Kindern einen angenehmen Snack ermöglichen zu können, dann kann ich euch die San Marzano auf jeden Fall empfehlen. Wie so eine Kiste aussieht bei mir im Haus, wenn die nachreifen sollen, das zeige ich euch.
Schaut mal, ich habe einfach einen Karton genommen. Und das Wichtige dabei ist, dass die wirklich jeden oder jeden zweiten Tag kontrolliert werden. Die stehen bei uns im Wohnzimmer. Es ist ein Apfel dabei, damit das mit dem Reifen ganz gut klappt. Ihr seht auch, es sind Pepinos aus dem Gewächshaus noch dabei. Das funktioniert auch mit dem Nachreifen. Aber eine Sache ist wichtig. Wenn ihr Früchte dabei habt, so wie bei dieser großen Czerny hier, wo so eine Stelle schon so ein bisschen matschig ist, das wird nicht besser. Also die muss man dann wirklich aussortieren. Nicht, dass die anfängt zu faulen oder so und das Ganze auf die anderen Früchte übergeht. Aber wenn man das beachtet, dann ist das eine super Möglichkeit, um seine Ernte noch ein bisschen in die Länge ziehen zu können. Was ich euch noch zeigen möchte und nicht vorenthalten möchte, sind unter anderem diese Kalender hier. Ich weiß, einige von euch kennen das schon, aber gerade unseren neuen Zuschauern möchte ich sie vorstellen. Es ist vielleicht auch der Weihnachtsgeschenktipp, auf den ihr gewartet habt. Diese beiden Kalender, das sind zum einen unser Bio-Saatgut-Kalender für 2022. Da sind in jedem Monat schöne Fotos, Kalendarium drin, aber eben auch 12 Bio-Saatgutsorten, die ihr teilweise noch gar nicht in unserem Sortiment findet. Und das hier, das ist der Steinpilzkalender von Max von der Gartenkanal. Falls ihr Max noch nicht kennt, dann schaut mal, hier oben haben wir ein Video verlinkt, wie wir mit ihm zusammen im Wald waren und es macht unheimlich Spaß, denn der Max, der brennt für die Pilze. Diesen Kalender hier bekommt ihr exklusiv bei uns im Shop. Wir dürfen ihn für ihn ja anbieten. Und da sind nicht nur ein paar schöne Bilder und Kalendarium drin, sondern für jeden Monat gibt es noch ordentlich Informationen, jede Menge Text, sehr herzlich geschrieben, sehr schön zu lesen, kann ich euch empfehlen. Also die beiden in der Infobox sind sie verlinkt, schaut gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Und wir schauen jetzt mal zusammen in unser Gewächshaus rein, wie es da aussieht mit der Paprika. Kommt mit! Ein geschützter Bereich im Garten, wie mit so einem Gewächshaus realisierbar, ist so unheimlich wertvoll. Ich bin total dankbar. Schaut euch das mal an. Hier stehen einige Paprikapflanzen, aber auch Chili-Pflanzen, wie die von der Jalapeno drin, die sowieso mal ja eher spät ist. Und ihr seht schon anhand der Farben, dass hier jede Menge rote Punkte jetzt Mitte, Ende November noch sind. Als kleiner Tipp. Generell ist es eigentlich schwieriger, die Paprika im Haus nachreifen zu lassen. Wenn sie jetzt rot ist und so ein bisschen grüne Streifen hat, dann kann das durchaus noch gelingen. Aber wenn sie so ganz grün ist und wir lassen sie im Haus, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie matschig wird, eher größer. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn es gibt eine andere Lösung. Ihr seht hier zum Beispiel habe ich einen Zweig, einen Trieb mit Paprika, mit Snackpaprika dran und die ist grün. Wer jetzt den grünen Geschmack von der Paprika im Rohverzehr nicht so gerne mag, übrigens die grünen Paprika, die man so im Supermarkt kaufen kann, das ist keine spezielle Sorte grüne Paprika, sondern dieser Paprika ist einfach unreif. Natürlich kann man den so auch essen, das funktioniert. Als kleiner Tipp, schmackhafter und köstlicher finden wir sie, wenn wir diese grünen Paprika einfach nehmen und entweder im Ofengemüse mitgaren oder in die Pfanne hauen und dann erstmal so richtig schön anfeuern, Salz drauf, dann schmecken die richtig gut. Probiert's mal aus. Wir werden jetzt also hier im Gewächshaus die letzten Früchte alle abernten und ins Haus bringen. Einige können wir direkt verzehren, andere werden fermentiert und aus den Jalapenos könnte man tatsächlich sogar auch, ja, man könnte sie trocknen und zu Pulver verarbeiten oder süß-sauer einlegen. Das ist auch eine schöne Geschichte. Ihr kennt uns ja, wir wollen es wirklich ein bisschen ausreizen, dass wir uns das ganze Jahr über versorgen können. Und deswegen machen wir gerade auch das Experiment zum Thema Indoor Gardening und das möchte ich mir mit euch jetzt zusammen anschauen. Hier in unserer Indoor-Gardening-Station hat sich schon eine Menge getan, wenn wir das mit dem letzten Gartenrundgang vergleichen. Schaut mal, hier oben stehen die wärmeliebenden Pflanzen, denn warme Luft steigt ja bekanntlich nach oben. Und unten in der unteren Etage, da stehen die Salate, denn die haben es ja gerne etwas kühler. Da möchte ich auch beginnen, euch ein bisschen was dazu zu erzählen. Wenn wir jetzt mal da genau schauen, dann sehen wir da
Pflanzen, die hatten wir vorgezogen, Ende September, Anfang Oktober als Jungpflanze gesetzt. Und die sind schon richtig gut gewachsen, sodass wir da die einzelnen äußeren Blätter schon beernten können. Wenn wir davon ganz viele Pflanzen jetzt hätten, könnten wir auch schon locker eine dicke Salatschüssel davon ernten. Daneben haben wir die Salate, die wir Anfang Oktober ausgesät hatten und dann pikiert, sodass sie sich jetzt pro Pöttchen einzeln entwickeln können. Und hier hinten haben wir noch eine Platte stehen, wo wir ausgesät haben, auch ein Salat, ein Pflücksalat, wo wir aber eben nicht pikiert haben. Übrigens, die Sorte von dem Pflücksalat, die wird demnächst bei uns im Sortiment auch erhältlich sein. Bevor ich jetzt weiter hier oben was zu der oberen Etage erzähle, möchte ich auf ein paar Anfragen von euch eingehen, denn es kommen immer wieder Fragen zum Thema Pflanzenbeleuchtung. Wir arbeiten mittlerweile seit gut 5 Jahren mit der Thematik und auch sehr intensiv. Und was wir sagen können, ist, dass sich ja die Entwicklung nicht aufhalten lassen. Da gibt es immer wieder was Neues. Und wir haben jetzt eine Lampe, die seht ihr hier oben. Mit der sind wir ja gerade im Test, aber jetzt schon sehr zufrieden, denn sie flackert nicht, sie ist leise, sie macht ein sehr, sehr, sehr angenehmes Licht. Wir messen auch gleichzeitig, das heißt, die Effizienz ist bisher richtig gut. Und mit dem Hersteller können wir uns auch gut austauschen. Der spricht nämlich kein Chinesisch. Der hat uns zum Beispiel nämlich auch empfohlen, um die Lichtausbeute noch größer haben zu können, dass wir hier die Seiten mit dieser reflektierenden Folie ausstatten. Das haben wir auch gemacht, an den Seiten zum Innenraum hin. An den Seiten, wo es nach draußen ans Tageslicht geht, haben wir es nicht zugemacht. Und was ist der Effekt? Wir haben eine viel höhere Lichtausbeute, was unseren Pflanzen hier unheimlich zugutekommt. Wir haben hier verschiedene Pflanzen stehen und zum Beispiel sind Gurken dabei, verschiedene Tomaten. Ihr seht hier auch Stecklinge von Süßkartoffeln, aber vor allen Dingen auch Kräuter. Wenn wir uns alleine mal diesen Dillpott hier angucken. Das hat jetzt 4 Wochen gedauert und er sieht so aus und wir können ihn beernten. Frischer Dill in der Küche im Herbst, Winter. Ich finde das richtig toll. Genauso ist es auch mit dem Basilikum. Der wächst richtig gut voran und auch die Petersilie in der vorderen Reihe. Die macht sich auch sehr gut und ich freue mich, frische Küchenkräuter generell zu haben. Aber was ja nun wirklich interessant ist, ist im Verlauf zu sehen, wie machen sich gerade die Gurken und die Tomaten. Da bin ich gespannt. Und wenn ihr uns abonniert, kostenlos, und die nächsten Videos mitverfolgt, dann werdet ihr das live direkt mitbekommen. Die Frage beim Thema Indoor Gardening, die sich am häufigsten stellt, ist zum einen die der Pflege und die der Schädlinge. Bei unseren Starkzehrerpflanzen wie Gurken und Tomaten arbeiten wir einmal die Woche nach, und zwar einfach mit einem Flüssigdünger, mit einem Mikrodünger. Und beim Thema Schädlinge haben wir nicht wirklich ein Problem. Wir haben zwar hier und da vielleicht die eine oder andere Trauermücke, aber wirklich nicht nennenswert. Wir haben auch die Gelbtafeln hier stehen und die Perlite, die ihr seht. Wir haben aber auch keine weiße Fliege und ansonsten auch keine Schwierigkeiten. Aber was machen wir? Wir verwenden alle 1-2 Tage dieses Pflanzenfit. Das ist komplett pflanzlich, ungiftig, nicht gefährlich, kein Gift in dem Sinne. Und das wird verdünnt und dann mit der Spritze fein vernebelt alle 1-2 Tage. Und siehe da, keine Spinnmilben, keine weißen Fliegen, kein Problem bisher. Das funktioniert also ganz gut. Link genau zu dem Produkt packe ich euch in die Infobox unter das Video. Genauso wie den Link zu dieser Leuchte, die hier oben hängt. Vielleicht möchtet ihr euch die mal im Detail anschauen. Wir sind sehr begeistert. Und ich kann mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass man diese Leuchte sogar in einem Wohnraum gut unterbringen könnte, ohne dass sie großartig stört. Das zum Thema Indoor Gardening. Ich hoffe, es macht euch Spaß, das Ganze auch mit zu begleiten. Wir gehen jetzt zum Abschluss nochmal zusammen in den Garten, gucken mal, was der Winterporri macht und buddeln noch ein paar Kartoffeln aus. Los geht's! Was brauche ich zum Kartoffeln ernten? Eine Grabegabel, ein Körbchen und natürlich das entsprechende Beet. Hier haben wir die Sorte, zum einen die Sapomira eingebuddelt, also gesetzt, gelegt gehabt, und Erdgold. Und jetzt fange ich mal an. Da sehe ich es auch schon blitzen. Hui! Wow, wow, die sehen schon ganz schön aus. Ordentliche dicke Kartoffeln. Oh, super, da bin ich ja mal gespannt. Hallo Lotti, ich buddel gerade Kartoffeln aus. Willst du mitbuddeln? Oh, ganz schön viele. Wenn ich fertig bin, darfst du Würmer buddeln, okay?
Ausgebuddelt habe ich jetzt hier die Erdgold. Das soll eine Gourmet-Kartoffel sein. Die ist mehlig. Wir hatten die noch nie. Wir sind sehr gespannt, wie die schmeckt. Und die andere Sorte, die wir auch schon letztes Jahr spät angebaut hatten, das ist die Sapomira. Das heißt, jetzt beginnen wir zu ernten, also November. Und wenn alles gut läuft, dann machen wir das bis in den März hinein. Das Laub hier hatte die Kraut- und Braunfäule, aber an den Knollen, an der Ernte ist nichts dran. Also wunderbar, sehr resistent. Da bin ich begeistert. Wenn ihr jetzt mal unten schaut, seht ihr die Hühner, die sind bei der Ernte natürlich auch immer dabei. Und jetzt im Winter können die sich hier frei bewegen. Und das braune Huhn hier vor mir, das ist die Daisy. Daisy ist nicht krank, auch wenn sie jetzt so aussieht. Aber bei Vögeln ist es üblich, dass sie immer mal wieder in die Mauser kommen, ihr Federkleid erneuern. Und das hat sie gerade gemacht und deswegen sieht sie noch so ein bisschen zerrupft aus. Also für die Suppe habe ich Kartoffeln, ich habe Wurzelgemüse. Und was ich mir jetzt noch anschauen möchte, ob ich vielleicht den einen oder anderen Winterporree jetzt schon rausnehmen kann. Hier bei unserem Winterporree habe ich schon einen entdeckt hier. Diesen Winterporree, den haben wir schon im Mai ausgesät. Und jetzt im November fange ich an, die ersten Schäfte zu ernten. Natürlich den ganzen Winter über und da freue ich mich sehr drüber. Also, wenn ihr Wintergemüse in eurem Selbstversorgergarten haben möchtet, in eurem Gemüsegarten, dann muss man schon im Frühjahr oder im Sommer dran denken, dass wir den in die Erde kriegen. Und dann haben wir mal eine schöne Ernte und ich kann euch nur sagen, es lohnt sich. So, Netz wieder zumachen. Okay, hühnersicher. Hier im Beet stehen noch die ein oder andere Steckrübe und für so einen Eintopf, so eine Gemüsesuppe, ja, da möchte ich auch eine Steckrübe haben. Schaut euch die mal an. Die sieht natürlich vom Laub her jetzt hier etwas berupft aus. Das liegt aber daran, dass hier im Garten die Hühner unterwegs sind und die knabbern natürlich alles an. Aber ist doch super, so bleiben unsere Hühner fit und gesund und das wollen wir natürlich. Die Steckrübe, die schmeckt wirklich gut, viel besser als ihr Ruf. Wir haben ein eigenes Video dazu gemacht, das ist hier oben verlinkt. Schaut gerne mal rein, wenn ihr Interesse habt an diesem alten Gemüse. Und nun zum Schluss möchte ich auch noch die Gewinnerin bekannt geben. Wir haben im letzten Gartenrundgang ein Garten-Bokashi-Set verlost und gewonnen hat es die Ute Heesch. Herzlichen Glückwunsch! Wir schreiben dir unter deinen Kommentar, freuen uns, wenn du uns antwortest und wir dir das Set möglichst bald zukommen lassen können. Und an alle anderen möchte ich auch ein Dankeschön senden für die vielen Kommentare. Das war ganz interessant, das auch zu lesen, wem man denn nicht so alles beschenken könnte. Wenn euch dieser Gartenrundgang November gefallen hat, dann quittiert uns das gerne mit einem Daumen nach oben. Da freuen wir uns sehr. Und an alle neuen Zuschauer, auch unseren YouTube-Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren. Und wenn ihr diese Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Zum Weiterschauen haben wir natürlich auch wieder was verlinkt. Einmal hier oben unser Video zum Thema Bokashi. Wir haben bokashiert mit dem Profi und der hat einige Tipps dabei gehabt und wir zeigen euch, wie ihr optimal Küchen- und Garten-Bokashi herstellen könnt. Und da bald die Zeit der Jungpflanzenanzucht wieder startet und öfter die Frage kommt, was kann ich denn da gut benutzen, was hat sich bei euch bewährt? Hier ist unser Video dazu. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal rein. Ich wünsche euch viel Spaß bei euch im Garten, bei der Ernte, in der Küche und bei der Planung für die nächste Gartensaison. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.